Wir gucken ein Video über Kunstdiebe. Die sieben verrücktesten Kunstdiebe. Die sieben verrücktesten Kunstdiebe von dem lieben Jakob. Der macht ja immer ganz geile Videos. Also der Boy hier, ich komme gerade gar nicht auf den Nachnamen. Wer ist der denn mit Nachnamen? Jakob, wer ist denn mit Nachnamen? Schwertfeger. Sag mal, kannst du nicht Müller, Meier oder Schuster heißen? Mann. Jakob. Nee, das gucken wir jetzt. Da habe ich Lust drauf. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen bei Was macht die Kunst? Mein Name ist Jakob und heute geht es um Kunstraub, ein sehr beliebtes Thema. Und oft denkt man ja bei Kunstdieben, das sind so Gentlemen. Keine Ahnung, in so Filmen wie Irgendwie The Thomas schon. Crown Affair wird das so dargestellt. Oder auch bei den drei Fragezeichen, der Kunstdieb Victor Eugène. Woo! Die drei Fragezeichen! Aber dieses Image von Kunstdiebstahl ist natürlich Quatsch. Das sind normale Straftaten wie alle anderen, geldgierige Verbrecher, nichts, was man irgendwie beschönigen sollte. Ja, und trotzdem habe ich euch mal die sieben kuriosesten Kunstdiebstähle rausgesucht und glaubt mir, das sind wirklich unfassbare Stories. Viel Spaß! Ich habe das schon mal gesagt, der hat ein ganz tolles Instagram und TikTok. Ich glaube, da repostet er, also da, wo ihr lieber seid, da folgt ihr. Da macht er wirklich, wirklich interessante Sachen über Kunst. Ich liebe den sehr. Also, Jakob, falls du mal in der Nähe von Frankfurt bist, ich habe Kakao. Ich sag, wie es ist. Ich habe Kakao und ich würde auch meine Mango mit dir teilen. Die getrocknete. 1997 wurde dieses Bild von Gustav Klimt, Bildnis einer Wie schön, oder? Frau, in einem italienischen Museum in Piacenza geklaut. Und zwar auf die absurdeste Art und Weise, nämlich mit einer Angel. Also die Diebe haben eine Dachluke geöffnet und das Bild ernsthaft hochgeangelt. Also das Training dafür stelle ich mir original so vor. Mit dem Unterschied, dass das Bild halt einfach 60 bis 100 Millionen Euro wert war. Also schon ein. Imagine einfach, dass ich würde gerne wissen, wann das gewesen ist. Hat er gesagt, wann das geklaut wurde? Also die Diebe haben eine Dachluke geöffnet, Museum in Piacenza geklaut und zwar auf die ab 97 wurde dieses Bild von Wann? Entschuldigung. 1997 97, da hatten die doch auch schon Technik. wurde dieses Bild von Gustav Klimt, Bildnis einer Frau, in einem italienischen Museum in Piacenza geklaut. Und zwar auf die absurdeste Art und Weise, nämlich mit einer Angel. Also die Diebe haben eine Dachluke geöffnet und das Bild ernsthaft hochgeangelt. Also das Training dafür stelle ich mir original so vor. Mit dem Unterschied, dass das Bild halt einfach 60 bis 100 Millionen Euro Es wert war. fasziniert mich, ne, Also komplett. schon ein dicker Fisch. Das Bild wurde erst 22 Jahre später wiedergefunden, also 2019, und zwar von Gärtnern des beklauten Museums. Da war nämlich super viel Efeu an der Fassade, die haben das weggenommen. Die haben das nicht mal mitgenommen, das Bild. Die haben das da am Museum Und gelassen. dahinter plötzlich einen Hohlraum gefunden, in dem das Bild drin war. Also es war die ganze Halt's. Zeit noch im Museum. Und wahrscheinlich haben die Diebe das da gelassen, um ja, so ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ja, ist dann ja auch passiert. Haben die das dann vergessen? Konnten die das nicht mehr holen? War das... Ich will mehr! Der nächste Kunst. Ich würde eine Netflix-Serie oder wo auch immer. Netflix wär unpraktisch. Ich habe nämlich kein Netflix mehr. Eine Serie darüber fühlen mit den coolsten Kunstraub-Stories. Ginge da was? Wäre da was möglich? Raub ist an sich nicht spektakulär. Da wurden einfach 1970 in der italienischen Kirche vier Bilder geklaut. Aber lustig ist, wie das Ganze rauskam. Und zwar ist im selben Jahr eine Frau in London zum Zahnarzt gegangen, hat dann eine Narkose bekommen, alles easy. Und plötzlich fing die an, über diese geklauten Bilder zu faseln. Ach Und der komm. Zahnarzt hat Scotland Yard verständigt, die haben die Frau beschattet und sie hat sie zu den Bildern geführt. Also, falls ihr Angst vorm Zahnarzt habt, zu Recht. Dass man unter Narkose komisches Zeug labern kann, ist mir tatsächlich sogar auch mal passiert. Da hatte ich eine OP und nach der Narkose hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich geredet habe und meinte zu dem Arzt, stimmt das? Und er meinte, ja, Sie haben uns alle zu Burger King eingeladen.
Ich hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, vor 2 Jahren hatte ich eine Magenspiegelung. Und als ich da aus dieser, du kriegst da ja so Propofol und sowas, als ich da aufgewacht bin, da habe ich dem Arzt gesagt, dass er aussieht wie ein thailändischer Sextourist. Cute, oder? Den gleichen Arzt hatte ich wieder bei der Darmspiegelung 2 Jahre später und ich hoffe, er hatte das vergessen. Ich zeige euch jetzt mal ein Salzfass. Das hier. Was schätzt ihr, ist das wert? Genau, circa 50 Millionen Euro. Also 50 Millionen mal teurer als mein Salzfass. Aber das hier ist von dem berühmten Bildhauer Cellini und befindet sich im Kunsthistorischen Museum in Wien. Und da wurde es 2003 auch gestohlen, während Bauarbeiten. Da war so ein Gerüst an der Fassade. Darüber kam der Dieb auch rein. Und es wurde sogar Alarm ausgelöst, aber die Wachleute dachten, nee, das ist sicher ein Fehlalarm. Und am nächsten Morgen haben sie festgestellt, scheiße, das Salzfass ist weg und waren ziemlich Ach, salty. halt's Der Dieb Maul. wurde dann später gefasst und da kam raus, dass der unfassbar dreist war. Der hatte nämlich eine eigene Alarmanlagenfirma und hat noch während ermittelt wurde ein Radiointerview gegeben als Sicherheitsexperte, wo er über die schlechte Sicherung von diesem Salzfass gelästert hat. Also das war wirklich. Ja, dazu musst du wirklich Balls haben, einfach richtige Eier. Das ist ja so dumm. Das ist ja so dämlich. Wirklich mutig. Oder dumm. Und wegen dieses Kunstraubs wurde in Wien tatsächlich eine Zeit lang die sogenannte Kunstklappe eingerichtet, also angelehnt an die Babyklappe. Und da konnten Kunstdiebe Sachen anonym zurückgeben und einige haben das auch gemacht. Ja, das ist auch praktisch. Also, wenn du ein Bild klaust und es passt nicht zum Sofa, ist es Kacke. Aus heutiger Sicht ist es völlig unglaublich, aber 1911 wurde die Mona Lisa tatsächlich geklaut. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich bespreche das ausführlicher in dem Video, das ich euch hier verlinke. Mir geht es hier aber nicht um den Dieb, sondern um. Das speichern wir uns mal. Video-URL kopieren. Den Auftraggeber. Und das war ein richtiger Frechdachs, Eduard del Valfierno. Ziemlich shady Typ. Es gibt sogar Leute, die anzweifeln, ob der jemals überhaupt existiert hat. Aber die meisten Quellen, die ich gefunden habe, gehen von folgender Geschichte aus. Und zwar wollte der die Mona Lisa gar nicht besitzen, sondern der wollte nur die Schlagzeilen, die Mona Lisa wurde geklaut. Und dann hat er 6 Fälschungen der Mona Lisa für je 300.000 Dollar verkauft. Und das ist einfach krass clever. Das ist total smart. Das ist wie, als wärst du Gebäudereiniger und beschmierst Häuser, damit du sie wieder sauber machen kannst. Das ist richtig klug. Weil niemand konnte sich Nicht gut, aber klug. beschweren. Das ist so ein bisschen wie früher in Mathe, wenn man abgeschrieben hat und dann war die Lösung falsch, ja, dann hast du halt verkackt. Dieser Fall ist auch ziemlich absurd. Und zwar wurde da ein Salvador Dali aus einem Gefängnis geklaut. Hä, wie kommt denn ein Dali in ein Gefängnis? Gute Frage. Dali sollte 1965 einen Vortrag in dem New Yorker Gefängnis Rikers Island halten, wurde dann aber krank und hat stattdessen eine Zeichnung gestiftet. Und die hat im Knast auch 2 echte Ehrenplätze bekommen. Und zwar hing die erstmal lange in der Cafeteria direkt neben dem Mülleimer. Deswegen war da auch ein Ketchupfleck dann drauf. War ja nur 250.000 Dollar ungefähr wert. Und dann wurde diese Zeichnung in die Lobby von dem Gefängnis gehängt, neben einen Pepsi-Automaten. Ach halt. 2003 gab es dann plötzlich in dem Gefängnis einen Feueralarm, alles wurde geräumt und danach ist Leuten aufgefallen, dass diese Zeichnung von Dalí irgendwie anders aussieht und das war eine Fälschung. Stellt sich raus, 4 Wärter haben die ausgetauscht und geklaut, was schon eine Ansage ist, als Wärter ein Gefängnis auszurauben. Ja, und das Original ist tatsächlich bis heute verschwunden. Und die Wärter haben sich nicht geäußert. Können wir mit den Wärtern reden? Ich würde gerne mit denen sprechen. Okay, hier wird es wirklich asozial. Und zwar wurde eine Kunstsammlung in 30 Jahren 4-mal ausgeraubt. Was? Also ich meine, zweimal ist schon krass, dreimal ist krasser. Aber 4-mal, das ist Mobbing. Die Ist Kunstsammlung halt echt gehörte dem so. irischen Ehepaar Beid, sehr, sehr reich und wirklich krasse Sammlung. Also die hatten Vermeer, davon gibt es wirklich nur wenige in Privatbesitz. Die haben auch eine. Ich dachte immer, der heißt Vermeer. Aber Vermeer klingt doch Im cooler. sehr bescheidenen Haus gelebt. Ja, und dann ging's los. 1974 war der erste Kunstraub,
Da kamen die Täterinnen und Täter direkt durch die Vordertür mit Waffen. Das war eine Splittergruppe der Terrororganisation IRA. Und die haben Geld gefordert, aber vor allem wollten sie Gefangene damit freipressen. Sowas nennt man übrigens Artnapping, also Kunst klauen, um zu erpressen. Und oft geht es dabei um Lösegeld. Ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Aber meine Ohren tun weh von der Brille. Ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Verrückt. Artnapping. Weiter ging es dann 1986. Da wollte ein irischer Gangsterboss ins Heroingeschäft einsteigen und die geklauten Bilder benutzen als Zahlungsmittel, was übrigens auf dem Schwarzmarkt durchaus üblich ist. Und der kam mit 13 Leuten. Die haben Teil aus dem Fenster rausgeschnitten, den Alarm absichtlich ausgelöst, sich dann im Gebüsch versteckt, gewartet, bis die Polizei kommt. Die haben gedacht, okay, ist ein Fehlalarm. Und danach sind sie rein und haben das Haus ausgeräumt. 2001 war es wieder eine Unterweltgang und dieses Mal haben sie es komplett übertrieben und sind einfach mit einem Jeep die Vordertreppen hochgefahren. Und es ist auch, als ob die sich da so ein bisschen betteln würden, ne? Wer findet die coolste Art und Weise, die auszurauben? Das ist richtig schlimm. In die Haustür reingebrettert. Also sie sind wirklich im wahrsten Sinne mit der Tür ins Haus gefallen und wahrscheinlich haben sie die Kunst dieses Mal geklaut, um einem Kriminellen, der im Knast saß, Strafmilderung zu ermöglichen. Wenn man nämlich sagen kann, wo geklaute Kunst ist, kann es dazu kommen, dass man geringere Strafen kriegt. Also manche Kriminelle benutzen das als eine Absicherung. 2002 waren zwei Bilder aus dem Raub vorher gerade mal eine Woche wieder da. Oh. Zack, wurde schon wieder eingebrochen. Diesmal über die Rückseite des Hauses und die Spuren führten in eine ähnliche Richtung wie bei dem Raubenjahr vorher. Also dieses Ehepaar hatte irgendwie einfach so eine furchtbare Verbrecher-Flatrate. Aber kommen wir jetzt zu meinem Highlight. Denn in meinen Augen kurios. Das tut mir auch voll leid, Alter, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich was dafür könnte, aber oh Gott, was ein Stress. Und wie sehr kannst du dich an Raubüberfälle gewöhnen? Weißt du, ich meine so, wir wurden schon wieder ausgeräumt. Ach, komm. Der kurioseste Kunstdieb ist definitiv Stefan Breitwieser. Der hat nämlich in 6 Jahren 177 Diebstähle begangen mit 239 Beutestücken. Also wenn ich bei 177 Kiosken jeweils ein Kaugummi klauen würde, wäre das schon krass. Aber der hat den Vogel wirklich komplett abgeschossen, zumal er nie im Museum eingebrochen ist, sondern immer während der Öffnungszeiten geklaut hat. Mit mega simplem Werkzeug, in der Regel nämlich einfach mit einem Taschenmesser und einem Autoschlüssel. Ach, komm, also ich habe kein Auto, deswegen Ernst. Ist das hier ein Fahrradschlüssel. Zum Beispiel hat er mal bei der Vorbesichtigung einer... So sah mein erster Autoschlüssel aus von meinem Nissan Micra. ...einer Auktion, wo hunderte Leute waren, ein Bild von Cranach dem Jüngeren geklaut, ca. 7,2 Millionen Euro wert. Und das, obwohl da so viel los war. Oder auch auf einer Kunstmesse, wo natürlich super viele Leute sind, hat er mal von dem Stand einer Galerie eine Vase geklaut, dann unterwegs gedacht, vielleicht ist sie doch nicht so bedeutsam, die dann zurückgebracht und stattdessen Humpen geklaut. Und dann kam raus, der Typ hat einfach im Jahr vorher bei der gleichen Galerie schon mal was geklaut. Was also ein Typ, war Alter. Stammkunde. Nur irgendwie anders. Normalerweise hat er die Kunstwerke so geklaut, dass er die unter den Mantel gesteckt hat oder in den Rucksack. Aber einmal war ein Kunstwerk zu groß. Das war nämlich eine Tapisserie, also so ein großer Wandbehang. Und dann hat er den zusammengerollt und einfach das Fenster in dem Museum aufgemacht und rausgeworfen und danach unten eingesammelt. Kunst. Und da hat keiner was gesagt. Wie kann... Das, du musst einfach nur offensichtlich genug sein, ne? Es gab Phasen, da habe ich noch... gerne Graffiti gesprüht und man findet mehr freie Flächen, wenn man eine reflektierende Weste trägt. Da kannst du fast überall malen, das kommt aber nicht so gut an, würde ich auch keinem empfehlen. Was für ein Champion. All diese Sachen. Über den müssten die auch einen Film machen. Dann hat er bei sich zu Hause gesammelt und sich da ein richtiges Privatmuseum angelegt. 2001 wurde Stefan Breitwieser dann gefasst und viele Diebstähle sind erst aufgefallen, nachdem er sie zugegeben hat. Also das finde ich schon spektakulär. Deshalb war er mein Platz 1 und ja,
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentiert gerne mal, ob ihr noch andere Kunstdiebstähle kennt. Ansonsten abonniert den Kanal, folgt mir bei Social Media. Ich habe auch noch einen sehr hörenswerten Podcast. Künstlerisch wertvoll heißt der. Oh. Geht auch um Kunst da. Findet ihr alles unten in der Box. Und dann sehen wir uns wieder in 2 Wochen zu einer neuen Folge von Was macht die Kunst? Bis dann. Ciao. Ja, crazy. Cooler Typ. Ich mag den immer wieder. Ich finde den unglaublich delightful. Toller Kerl. Ich konnte gar nicht so viel unterbrechen und ja, Jakob Thomas ist einfach sehr schön. Bin ein heimlicher kleiner Fan. Kann man so sagen. Macht der Jakob schon sexy. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Vergesst nicht, dem Jakob überall zu folgen. Oh. Mein Magen. Und mir auch natürlich.